Bochum en bier gaan hand in hand. De bijna 150 jaar oude Moritz Fiege bierbrouwerij is dan ook niet weg te denken uit het straatbeeld van Bochum. Deze local vertelt je alles over haar familiebrouwerij en over de mooiste plekken van de stad. Mein Name ist Carla Fiege. Ich arbeite bei uns in der Familienbrauerei. Also ich bin die sechste Generation und es hat 1878 mit meinem Ur-Ur-Urgroßvater begonnen, der die Brauereirechte erworben hat. Unser Bier bezeichnet sich besonders durch den Charakter aus. Wir machen Bier mit Charakter für Menschen mit Charakter. Und insbesondere bei unserem Pilz, aber auch bei allen anderen Sorten, merkt man die Hopfenbetontheit. Unser Gründer ist das erste Bier, was wir gebraut haben in unserer Brauerei. Das Bier hat eine sehr, sehr schöne Ausgewogenheit zwischen Hopfen- und Malzcharakter. Wir sind sehr stolz auf die Verbindung mit der Stadt, zum Beispiel auch im Bermuda-Dreieck, wo wir als Marke sehr, sehr stark vertreten sind und man viel unser Bier oder auch unsere Leuchtreklamen sieht. Ja, fühlt man sich schon stolz, dass man Teil von dieser Stadt ist. Das Bermuda-Dreieck liegt im Herzen der Innenstadt. Es ist ein sogenanntes Kneipeneck. Da sind aber nicht nur Kneipen zu finden, sondern auch Restaurants, Kinos, Party-Locations. Es ist ein sehr schönes Miteinander mitten in der Stadt von Bochum. In Bochum gibt es neben der Industriekultur auch sehr, sehr viel Natur, wie zum Beispiel den Chemnader Stausee oder auch der Stadtpark, wo der Tierpark beheimatet ist mit über 4000 Tieren. Und es führen auch zahlreiche Rad- und Wanderwege quer durch Bochum, wo man die Natur wirklich genießen kann. Gerade im Ruhrgebiet ist auch Fußball natürlich sehr wichtig und auch Fußball und Bier gehören zusammen. Wir haben hier in Bochum unser Ruhrstadion, was mit fast 28.000 Plätzen ein vielleicht nicht sehr großes Stadion ist, aber man spürt da ein sehr, sehr großes Miteinander und eine sehr, sehr große Verbundenheit und Leidenschaft der Fans und der Stadt zum Verein. Ich glaube, was gerade Bochum auszeichnet, ist die Vielfältigkeit, die man zum einen in der Kultur und in der Gastlichkeit im Sport sieht, aber auch in den Menschen, die wirklich sehr nah zusammenstehen und wir sind stolz, dass wir Teil davon sind. Bochum ist für mich Heimat. Es ist eine Verbindung aus pulsierendem Miteinander, Industriekultur, Natur und der sehr offenen Art der Menschen, die hier wohnen und natürlich gutes Bier.